mit der unglaublichen Namafassung. Zu jeder Zeit und wenn kein Zass da war, hatte mich angehaucht. Bring, wo muss ich mich bringen? Da hieß es gleich, du, ich versetz dir deinen Das ist Francesco. Francesco ist hier quasi der Page. Genau. Es geht jetzt gleich los. Wir sind hier im Haus Hoffmannsthal, diesem wunderbaren, geschichtsträchtigen, musealen Raum. Und es wird ein großartiges Konzert gegeben. Brecht Lieder, Schlager einer verrückten Zeit. Heute zum dritten Mal. 2023, es ist Nicolo. Die Frau Fassbinder und die Frau Zawitz-Keite am Klavier, die Frau Fassbinder am Gesang. Und schauen wir kurz in den Saal. Ist schon Publikum da? Kurz mal rein. Schauen bitte. Ja, es sieht ganz gut aus. Danke wieder zurück. Ja. Das ist die Bühne, genau. Herr Pasche, vielleicht schließen Sie mal die Tür. Whiskey, oh, what do you know? So wie sich das gehört. Das ist quasi, der Stift ist leider nicht so ganz gut. Man bräuchte, ja, leider, es funktioniert nicht. Wir müssen einen besseren Stift finden. Sie finden sicher einen, Frau Doktor. Das ist die Frau Doktor, darf ich Sie kurz vorstellen, Frau Doktor, für unser Making-of. Das ist die Frau Doktor, die das Haus Hoffmannsthal hier zusammen mit ihrer lieben Kollegin führt und leitet. Seit wie vielen Jahren? Seit 21 Jahren, also doch schon eine gewisse Zeit. Ja. Seit 21 Jahren, also nicht seit 2021, sondern seit 21 Jahren, right? Seit 2002. Ja, und jetzt geht's direkt los. Das heißt, viel Spaß beim Konzert und alles Weitere findet ihr auf meiner Website www.marcos-tiris.com. Gehen wir vielleicht noch kurz backstage die anderen beiden Mädels aufsammeln. Mädels? Ja.
Was willst du einschalten? Ja, das dürfen wir aber erst später. Das mache ich dann gleich. Das hier ist die bezaubernde Frau Fassbinder. Die bezaubernde Frau Camille Zawitzkaite hier am Erfrieren. Wir müssen uns jetzt aufwärmen. Wir sind schon recht kalt und deswegen geht es auf die Bühne. Toi, 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 Nama. Toi, 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 Camille. Es freut mich, mit euch zu arbeiten. Danke. Danke.